So, hallo Leute, willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Ja, ich mach immer die Ansagen und Aussagen und den Rest machst du. Das ist witzig. Aber ja, ich höre alles mit auf dem Sofa. So, wir machen weiter, wie wir gestern aufgebaut haben. Wenn er was eindringt, lese ich es vor, was Beep 0 sagt. Seltsam, obwohl es so sein, als wären hier nur zwei Hindernisse mit Rabbit-Markierungen. Erfassen meine Sensoren 4. Oh mein Gott. Digga, das ist jetzt... Oh mein Gott, viel zu krass, ne? Viel zu krass hier. Aber seit Phase-Dex, sie konnten als normal Hindernis getarnt sein. Oh mein Gott. Das ist viel krasser. Statt 2 sind es 4 und die sind auch noch als normale Hindernisse. Krieger, zieh den Kampf und mach es. Was? Keine Ahnung. Gut, also David, während David jetzt Scheiße erzählt... Ich will keine Scheiße. So, mach ich jetzt mal mit. Okay, das geht nur einmal. Mit Mario den Ultra Move. So. Zack. Oh. Und. Shoot. Und. Heldensicht. Heldensicht ist richtig gut. Dann mache ich mit Luigi das. Ach man, dieser Schluck auf, ne? Geht bestimmt vorbei. Bin super sessisless. Gut, also der ist richtig weggehauen und jetzt kriegt er noch einen Schuss. Hallo, bitte. Danke. Schieß ihn bitte ins Gesicht, danke. Und Peach macht. Nein. Du darfst dein Schild nicht aktivieren. Du siehst derzeitigen Setting zum Mikro, hat man einfach ganz normal, was ich von jedem sage. Lell, also ein bisschen leiser, aber man hört's voll. Als ob. Mhm. Als oppi oppi. Hab den Raummode an. Das ist geiler Mikro. Gut, dann die ersten zwei Gegner sind besiegt. Und ich glaube, ich sollte ihr Bubble-Schild aktivieren. Nein, Luigi kriegt nichts. Ich bin immer Luigi, weil es ein Rabbit Luigi ist. Heldensicht. Alter, präzise der Scheiß. Ha! Jawohl. Oh. Oh. Okay. Der war mehr als nötig. Wenn Bubble Shield nicht aktiviert gewesen wäre, hätte jetzt vielleicht richtig kassiert. Als ob die zu behindert sind, die Verteidigung zu treffen. Und ich glaube, ich raste hier aus. Bam! Oh, wie der weggeflogen ist. Ach du Scheiße. Das war ja mal richtig ordentlich. Zack und wieder rein. Alles ultimativ. Den. Zack. So. Und da schießen. Wir können nicht mehr schießen. Gut, dann ist. Gut, Peach. Peach wird den hier ran. Wieder hier drin verschwinden. Nee, was wird sie machen, nachdem sie ihn gerammt hat? Hier rein. Oh, das ist richtig gut. Das ist eine gute Idee. Gute Idee. Gut. Peach flamed von hinten. Bitte triff. Not impressed, Peach. Not impressed.
Alter, das ist ja Mobbing. Was ich hier betreibe, nennt sich Mobbing. Nicht awesome. Boah, Hixen. Schluck auf dieser Scheiß, Schluck auf Hixen, Scheißdreck, ey. Triggert mich. Ehrlich. Nein, das ist nicht aktiv, weil ich irgendwie. Ich bin wirklich richtig kacke. Weißt du, was ich wieder halten soll? Oh nein, er wird geflankt. Von ihm noch, oder? Ja, toll. Kacke. Was auch immer das jetzt gemacht hat. Das ist doch cool aus. Oh, du bist jetzt hier bei mir. So oft, der Mensch. So oft. So, 3,5,7 ist ja wieder mal richtig geil gemacht. Die werden wir gleich geheilt. Und weiter geht's. Willkommen im Spiel. Abgeschlossen, perfekt und perfekt. Ich bin Gold. Perfekt. Riesige Toilette. So, das ist ja, aber nicht. Da brauche ich. Da doch nicht. Hier nur noch. Hier noch? Ja, dann knapp. Aktivieren. Ein weiteres Nummer 3 Demon. Sehr wie awesome.
Ich geh jetzt. Weiter geht's. Okay, ist da wohl. Luigi kommt nicht so weit. Dann Peach kann gerade noch nichts wirklich machen. So. Wenn er hier ist. Kann ich ihn erstmal ausschalten. Dann können sie demnächst beide dadurch. Ja, das war's. Die Gegner sind da unten jetzt alle voll eingekesselt. Ha! Heldensicht. Heldensicht teilt aus. Heldensicht teilt richtig aus mal wieder. Oh, der kommt zu uns. Unerwartet. Belastend. Ja. Unerwartet belastend nervig. Dieser Arsch. Ah, oh, das drückt auf den Nerv, ey. You don't say. Kannst du jetzt irgendwie abstellen? Ja. Natürlich kann ich das. Du bist ja auch nicht dumm, ne? Wenn du mit einer Runde fertig bist, einfach auf Aufnahme stoppen klicken und danach wieder auf Aufnahme starten. Nicht aufs obere. Aufs untere. Du weißt, das obere ist nur für mich so mithören. You know?
Was mache ich jetzt? Also ich kann den definitiv zerstören. Mir ist mir aber so, ja, ich mach so. Sie hat ja ihr geiles Schild. Den. Oh, der ist gefährlicher. Ja. Die kriegt mal 110%iges Schild angemacht. Oh, das ist ja noch besser als es gibt. Dann beende ich mal sein Leben. Oder? Nee, das macht dann Mario mit einer weiteren. Mit einem weiteren Raser. Der darf das immer noch nicht aktivieren. Ich hasse seine Fähigkeit. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Sie kommt mir irgendwie komisch vor. Weißt du, hilft nur gegen Superattacken. Welche nur mit geringer Chance immer irgendwann mal ausgelöst werden. Irgendwie seltsam. So, da der andere aus der Sichtweite ist, sollte das so gehen. Wenn nicht, ist Mario nicht ganz gut. Und ich glaube einfach, der wird jetzt ausgelöscht. Wenn nicht, wäre das auch blöd. Gut. Damit läuft alles nach Plan. Und nein. Der Gegner kommt hoch. Und weiter. Ja, ich hasse Luigi. Obwohl, Luigi ist eigentlich gar nicht so schlimm. Auch wenn sie ihn jetzt übelst beballern. Ich hätte jetzt voll damit gerechnet, dass Peach einer draufkriegt, die Runde, aber das war ja mal so gar nicht der Fall. So, dann bringe ich erstmal den um. Hallo und gute Nacht. Der hat nicht so amused geschaut. So, dann würde ich sagen. Ich könnte ja runtergehen zu ihm. Wie weit würde ich denn kommen? Ne, wird nicht weit genug kommen. Peach würde bis hier kommen. Und ihn von da aus gut ärgern können. So, Peach trifft. Luigi bleibt wo ist. Und schießt. Oh, und er trifft richtig krank. Und ich gucke mal, was das jetzt macht. Wenn er getroffen wird. Gut, dann ist wieder Gegner dran. Gegnerischer Rabbit wechselt Position, versucht auf Peach zu schießen. Das wird nichts. Jetzt ist zwar die Deckung weg, aber er ist mit seinem Zug zu Ende. Und er wird des Todes geflankt. Luigi darf ihn töten. Easy weg. Vier von sechs Zügen. So, grünen Pilz. Jeder mag Pilze. Was bringt denn der jetzt? Achso, wir haben alle mehr Leben bekommen, oder? Oh, der echte Luigi! Und da ist er. Da ist der Headset-Typ. Ach du Scheiße, nein.
Ich kann schon sehen, wie der Rabbit Piranha jetzt entsteht. Ja, Piranha Rabbit. Fuck. Aber neu. Oh, krass. P-Rabbit. Garstiges Giftgewächs. Ein Bossfight. Oder? Ist das ein Bossfight? Sieht mir nämlich so aus. Gut, also da kann ich Zufällig anzünden. Er hat. Ach, du Scheiße, er hat 300 Leben. Wo sind andere? Es gibt drei Rabbits auf diesem Feld. Sie sind höher gelegen und werden damit eine Gefahr darstellen. Oh, das gefällt mir nicht. Oh, ich kann hier hoch. Und von hier hoch, dann dahin und diesem Rabbit eine mitgeben. Bye. Ich kann es leider nicht beenden. Naja. Schild an. Das können wir hier nochmal machen, aber das mache ich hier nicht nochmal. Sondern ich hole mir hier einfach den High Ground, würde ich sagen. Den Sicht habe ich keinen. Okay, aber Bubble Shield wird activated, weil ich stark vermute, dass der Rabbit rüberkommt. Vermute ich stark. So, und Mario. Was macht der Mario? Mario macht nichts wirklich. Der Mario. Mario, würde ich sagen, einfach. Stellt sich dahin. Und aktiviert. Also schießt einer. Einfach um die Deckung wegzuhauen, weil. Solange er keine Deckung mehr hat. Zermürbe ich ihn. Und Helmsinn aktiviert. Und der Gegner ist dran. So, mal gucken, was der so macht. Ha. Oh, Kacke! Wie weit kann der denn latschen? Oh nein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Scheiße. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das gefällt mir überhaupt nicht. Gut, das ist jetzt sehr kacke gelaufen. Sehr, sehr kacke. Also ich weiß genau, dass das Feuer ihn mega, mega arschen wird. Deswegen würde ich sagen, bringe ich sie hier in Sicherheit. Und schieße von hier aus auf den hier, um damit das Feuerding zu treffen. Das Feuer ist jetzt zu Ende. Ja, an dem schieße ich auch einfach den Leuten, oder? Kann ich noch anders machen. Nope. Den schieße ich mir noch. Und Mario, der jetzt voll gearscht ist, weil der so richtig geil flankt, der Typ. Oh Gott, was mache ich mit dir? Oh nein, Mario. Oh nein, Mario. Mann, ist der gearscht. Ja, außer Reichweite. Oh nein. Ich hasse diese Pflanze. Ich hasse sie. Und weil er doch mit dem scheiß Feuer so rumgerannt ist. Aggressionen. Okay.
Ich lock ihn jetzt hier einfach zum Feuer. Nee. Highground. Highground höherer Schaden. Aber ich weiß nicht, ob mich das erwischen wird. Das wäre natürlich eine richtig beknackte Deckung. Nee, erstmal. Ich mach's so. Erstmal mit Peach. Hier rüber. Den niedermähen. Wenn der niedergemäht ist, geht's weiter. Puff! Damit ist Peach Teil jetzt erstmal erfüllt. So, Mario. Nein, Mario knallt ihn ab. Und sorgt dafür, dass er da rauskommt. Ich könnte ihm noch 100% reindrücken, aber. Aber ich kann ja nicht schießen. Das Beste, was ich jetzt tun kann. Wirklich das Beste. Erstmal von diesem Ding wegkommen. So, Luigi. Ich weiß ja nicht, ob dieses Teil durch die Röhren kommt. Nein, hier kann ich dadurch gehen einfach. Nee. Ich geh einfach drüber. Ich hätte hier noch schießen können? Nee, vermutlich nicht. So. Schafft er es, uns komplett nachzukommen? Hä? Was? Okay, es bringt nichts, sich zu verstecken. Es bringt einfach überhaupt nichts. Holy shit. So mache ich das ein bisschen nur so. Ich muss ihn. Weißt du, Deckung bringt sowieso nichts. Wenn er schon Flächenschaden macht, dann kann er sich selber auch mit in den Arsch treten. Hier, nimm das. Ja, mach an. Alles, was geht. So. Ihr denkt, es ist dumm, weil er keine Deckung hat. Aber wir haben gesehen, es ist scheißegal, ob er Deckung hat. Mal sehen, ob sich überhaupt mal diese Superpower-Fähigkeit mal überhaupt mal zeigt, dass es sie gibt. So, im Fall, dass sie angegriffen wird, wird ihre Bubble aktiviert. Schön, und er ist dran. Uiuiuiui. Jetzt geht er darüber. Gut, da ist er. Ganz gut. Ich kann ihn nicht rammen. Weil, fuck, warum sollte ich das können? Bin ich glaube ich wieder 100% Trefferchance nach. Das aufregt. So, schieß auf ihn. Oh Gott, Mario. Low health. Bleib ja weg. Von Mario. Oh Gott, ich muss hier noch down. Das finde ich jetzt gar nicht schön.
Mann, er geht überhaupt nicht zu den Feuerdingern. Ah. Peach. Kommt ihn? Geht hoch. Und gibt ihm von oben einen Shot. Das ist ein Boss, von dem kann man sich überhaupt nicht vor dem Schaden schützen irgendwie. Richtig kacke. So, Mario bleibt da. Und ist auf der Reichweite. Luigi lässt sich von Mario boosten. Und der wäre auch auf der Reichweite. Also Luigi bleibt hinter seinem Ding. Ja. Oh, wo ist Peach? Peach kann nichts mehr machen. Das ist nicht gut, weil dann ist der Feind dran. Oh, und das ist aufregend, diese Fähigkeit. Einfach mit diesem Scheißschaum. Ja, das finde ich gut, dass du da stehst. Schön stehen bleiben. Schön stehen bleiben. Schön stehen bleiben. Weißt du, genau sowas wollte ich, aber nein, das tut er die ganze Zeit nicht. Brenn. Brenn, du Mistvieh. Brenn, du Mistvieh. Brenn, brenn, brenn. Und Feuer. Und um zum Schützen nochmal das Schild aktivieren. Bubble. Ich muss Luigi als Ziel vorschicken, damit sie nicht Mario tötet. Luigi Schild. Und er ist dran. Greif Luigi. Ja. Oh nein. Du Kacke. Oh Gott, nein, Mario. Ah, das wird. Es gibt kein Perfekt. Das ist nicht gut. Das löscht sie aus. Mistviech. Und weg. Eieiei. Ah, mein Schluckauf ist weg. Oh nein. Mario hat sich durchgeschafft. Das wird kein Perfekt. Ah, lebt noch. Gleich nochmal aufs Maul. Infused. Ja, es ist Luigi dabei. Oder besser gesagt, im nächsten Part ist Luigi dabei. Und ja, das lesen wir noch von Bip OA. Dann bist du die andere Hälfte des berühmten Duos. Mario und. Er weiß es nicht. Lars? Luis? Lothar? Nein, wie auch immer. Willkommen. Ja, moin, ne? Oh, und die Schlacht ist gewonnen. Keiner kennt Luigi. Ja, natürlich nicht. Wir sind auch. Oh Gott, war das schlecht. Ja, aber wir haben die Schlacht gewonnen. Ja, Mario ist verreckt. Und ich habe 8 von 8 Zügen gebraucht. Das ist belastend. Ja, auch. Ah. Tut auch. Also im nächsten Part geht's weiter, Leute. So. Ah. Das denke ich mir auch gerade immer, wenn ich es sehe. Hey.